So, seid ihr jetzt alle bereit? Sind Sie alle bereit? Ja, alles okay. Mikrofon höher, Stefan. Alles okay? Kann man laufen? Mikrofon höher. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle recht herzlich in Kleinmachnow zur Pressekonferenz Entlaufene Löwin in Kleinmachnow. Zunächst will ich uns hier vorne vorstellen. Zu meiner Rechten ist Frau Schröder, Pressesprecherin der Polizeidirektion West. Und zu meiner Linken ist Herr Scholz, aus dem Ordnungsamt der Gemeinde Kleinmachnow und zuständig für die Einsatzleitung. Und mein Name ist Michael Grubert, ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow. Stand 13.10 Uhr kann ich Ihnen mitteilen, die Löwin ist noch nicht gesichtet worden. Das heißt, unsere Maßnahmen, die hier in Kleinmachnow stattfinden, laufen im Moment noch auf hohen Touren. Es wird gemeinsam gesucht. Die Polizei und auch andere Kräfte versuchen, die Löwin zu finden. Und ja, heute Nacht ploppte die Meldung auf und ich habe Frau Schröder hier von der Polizeidirektion West, die uns jetzt zunächst einmal einleitend erklären wird, wie das dann vonstatten ging, als dann plötzlich per Video eine Löwin gesichtet wurde. Frau Schröder, bitte. Ja, ich würde mal rübertreten. Ja, gegen 0 Uhr in der vergangenen Nacht ist die Polizei tatsächlich über den Notruf informiert worden, über die Sichtung eines Wildtieres. Sofort wurde ein Video übermittelt und nach erster Sichtung sind wir von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen, also dass es sich tatsächlich um ein Wildtier handelt. Und entsprechend haben wir sofortige Suchmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeleitet. Ja, wir sind in Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin, unter anderem mit Polizeihubschraubern vorgegangen, haben 30 Funkstreifenwagen der Polizei des Landes Brandenburg im Bereich von Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf im Einsatz gehabt. Und diese Suchmaßnahmen halten bis zum jetzigen Zeitpunkt an. Noch in der Nacht haben wir Unterstützung von Tierärzten, Veterinären und auch Jägern in Anspruch genommen, haben diese informiert. Und auch diese sind bis zum jetzigen Zeitpunkt in weiterer Abstimmung mit der Polizei an den Maßnahmen beteiligt. Ja. Als dann gegen 6 Uhr. In die Mitte, bitte. Gut, okay, wieder tauschen. Gut. Als dann gegen 6 Uhr auch bei uns im Rathaus die Meldungen durchgedrungen sind, mussten wir entscheiden, was wir machen. Und in Abstimmung hier bei uns im Haus mit Herrn Scholz haben wir als erstes entschieden, aufzurufen, dass man natürlich, wie es auch von der Polizei empfohlen wurde, dass man möglichst das Haus nicht verlassen soll zum Spaziergehen und erst recht nicht zum Joggen in dem Wald, dass man mit seinen Haustieren, die man reinholen soll, und wenn man mit seinem Hund eine Runde drehen soll, dann den Hund anleihen und wirklich so kurz wie möglich. Wir haben dann entschieden, dass die Kindergärten geöffnet bleiben, dass wir aber alle Kindergärten gebeten haben, die Kinder in Empfang zu nehmen, aber die Einrichtung, egal zum keinem Spielplatz oder so, nicht zu verlassen, sondern sich auf dem Gelände des Kindergartens aufzuhalten. Denn wir müssen ja, das Leben geht ja weiter. Wir müssen schon sehen, dass wir die Kinder betreuen können, aber die werden auch heute und wenn die Lage weiter anhält, auch morgen sicherlich nur in der Einrichtung betreut werden. Wir sind sehr, sehr froh, dass in der letzten Woche die Schulferien begonnen haben. Damit haben wir das Problem der Schulkinder auf dem Weg zur Schule ab 7 Uhr nicht gehabt. Wir haben dann weiter den Rathausmarkt, bei dem wir donnerstags immer den Wochenmarkt haben, runtergefahren, haben gesagt, dass wir also die Händler bitten, soweit es möglich ist, entweder ihre Stände kleiner zu machen oder gar nicht zu kommen. Wir informieren über unsere Homepage über weitere Sachen und haben auch unsere Jugendfreizeiteinrichtung, die ein Kinderferienprogramm macht, auch gebeten, Sachen im Hause zu machen oder auch mit dem Bus nach Berlin zu fahren und dort, da war nämlich eine Aktivität heute vorgesehen, dort was weiter wahrzunehmen. Ansonsten haben wir das Rathaus offen gelassen, sind weiter Ansprechpartner. Herr Scholz ist aus dem Ordnungsamt heraus die Einsatzleitung hier in Kleinmachnow. Wir werden unser weiteres Vorgehen immer zusammen mit der Polizei abstimmen und können einfach nur sagen, im Moment wird mit Drohnen und mit Wärmebildkameras weiter in einem Gebiet im, was ist das, nordöstlichen von Kleinmachnow gesucht, weil dort die Löwin gesichtet worden ist. Andere Meldungen in Stahnsdorf oder in Berlin haben sich bisher nicht bestätigt. Es gibt keine Hinweise darauf.
dass dort das Wildschwein, die Löwin gesichtet worden ist. Und wenn es irgendwelche Spötter gibt, es ist nicht unser neues System der Wildschweinbejagung in Kleinmachnow Löwinnen einzusetzen, sondern wir versuchen das immer noch normal zu machen und werden auch keinen Serengeti-Park einrichten, um dann vielleicht somit das Wildschweinproblem lösen zu können. Sondern es ist schon eine ernste Lage, der wir uns bewusst sind. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen leider nur sagen, immer noch nicht gefunden. Wie gesichert ist das Video? Stichwort Fake-Video. Also das Video, denke ich mal, augenblicklich gehen wir davon aus, dass das Video echt ist. Es gibt auch eine Bestätigung über die Polizei, dass es einen solchen Wildvorgang in Kleinmachnow gab, sodass ich klar sagen kann, wir gehen davon aus, dass das Video echt ist. Gibt es Erkenntnisse, woher das Tier stammt? Also erstmal nochmal zum Video. Stand jetzt ist nicht davon auszugehen, dass das entschwundene oder dass das gesuchte Wildtier möglicherweise andere Tiere gerissen haben könnte. Das ist also nicht gesichert. Wir können nur noch mal ergänzend sagen, dass wir auch zur Herkunft des Tieres bereits in der Nacht Ermittlungen durchgeführt haben. Das heißt, wir haben Zoos, Tierparks und weitere Tierhaltereinrichtungen überprüft und angefragt. Aus keinem dieser angefragten Einrichtungen ist ein Tier dieser Art verschwunden. Dazu können wir keine Auskunft geben als Polizei, denn dazu liegen uns keine Erkenntnisse vor. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es ein gemeldetes Tier hier in der Region gibt. Ich weiß gar nicht, ob es zulässig ist, so ein Tier zu halten. Ich glaube, das dürfte nicht zulässig sein. Uns selber ist in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf von keinem Privatbesitz etwas bekannt. Also was wir hinzugezogen haben, ist einmal unsere Amtstierärztin, die also auch mit der Polizei nach Spuren gesucht hat. Und deshalb können wir Ihnen klar sagen, augenblicklich auch an dem Standort, wo das Video wohl gedreht worden ist, gibt es keinen Hinweis auf Blut, andere Sachen, Kot oder so von einem Wildtier. Experten haben wir insoweit hingezogen, werden im Moment hinzugezogen, um zu untersuchen, ist das wirklich echt, das Video? Und ich kann Ihnen im Moment sagen, augenblicklich gehen wir von der Echtheit des Videos wirklich aus, weil es auch mehrere, nicht nur eine Bestätigung des Videos gibt, es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die zusammen dazu führen, dass sie Puzzleteile sind. Und damit können wir sagen, es handelt sich wohl um ein echtes Tier, ein echtes Wildtier. Wie viele Teile sind das? Eine eigene Wahrnehmung der Polizei, die also auch gemeldet hat etwas später, dass dass es sich um ein Tier handelt, was in Kleinmachnow gesehen worden ist. Also es ist nicht nur das Video, was über Mitternacht dann kam, sondern es ist auch eine eigene später wahrgenommene Wahrnehmung der Polizei zweimal. Tier wurde nochmal gesehen von der Polizei? Alles. Die Sichtung des Tieres seitens der eingesetzten Polizeibeamten erfolgte auch in der Nacht. Was genau würde das Video Tier begegnen? Wenn Sie diesem Tier begegnen, dann gehen Sie natürlich umsichtig bei der Wahrnahme vor. Also wir bitten Sie einfach, sich zurückzuziehen, Schutz zu suchen und die Polizei unter dem Notruf 110 zu informieren, sodass wir die Kommunikationswege bedienen können und mit dem zuständigen Veterinäramt hier weitere Entscheidungen treffen können zum Umgang mit dem oder zur Wahrnahme mit dem Tier. Wo genau? Die Polizei hat es noch zweimal gesehen. Es gibt eine gesicherte Wahrnahme von Kolleginnen und Kollegen zur Nachtzeit. Nach dem Video. Wir sind derzeit im Einsatz mit Kräften der Polizeidirektion West und darüber hinaus mit Kräften der Bereitschaftspolizeiabteilung. Das heißt, derzeit befindet sich eine Einsatzhundertschaft im Einsatz. Darüber hinaus suchen wir aus der Luft mit Drohnen und Polizeihubschraubern weiterhin die Gebiete in Teltow-Stahnsdorf und Kleinmachnow ab. Welche Bewegung nimmt denn das Tier? Geht das Richtung Berlin oder wo nicht? Die Anzahl der Einsatzkräfte kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgegeben werden. Es ist ständig aufwachsend und ein ständiger Wechsel obliegt. Denn auch die Polizei Berlin, mit der wir im regen Kontakt stehen, ist im Grenzbereich zum Bundesland Berlin auch im Einsatz. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen,
dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.